Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei Helmut Brandstätter. Lieber Danke. Helmut, vielen Dank, dass du gekommen bist. Gerne. Du bist jetzt mittlerweile schon ein Stammgast am Podium hier. Ja. Wir hatten, vor dem Sommer war das, eine Veranstaltungsreihe zum investigativen Journalismus, Aufdeckungsjournalismus, eine Serie, eine Reihe. Das war noch bevor die Regierung krachen gegangen ist. Da hatten wir eine Reihe hier und das war sehr, sehr couragiert, wie du gesagt hast. Damals warst du noch Herausgeber bei Kurier. Und es hat uns irgendwie aus der Seele gesprochen, was du damals schon gesagt hast. Und ich habe mich schon sehr gefreut auf das Buch, das du damals irgendwie schon in deinem Kopf irgendwie ein bisschen, damals vielleicht noch unter, war noch nicht absehbar, dass die Regierung kracht, ja. Aber umso froher bin ich, dass wir dich sofort gewinnen konnten, nämlich noch bevor du dich beschlossen hast, einen Blick auch mal in die Politik zu werfen. Ja, weil es die Ersten, die angefragt haben. Wir waren die Ersten, die angefragt haben, bin ich jetzt echt stolz drauf. Und ich habe gleich auch gesagt. Du hast gleich ja gesagt, das hat mich auch sehr gefreut. Und wir freuen uns heute und du bist heute eben in erster Linie hier eben als Journalist und Autor. Und daher haben wir um diesen speziellen Kontext, weil der ist, glaube ich, insbesondere von Interesse, diese Message Control, wie wird Einfluss genommen auf die Medien, wie funktioniert das? Du hast es ja unmittelbar selbst erlebt und umso wertvoller und dankbarer sind wir, dass du uns da einen Einblick bieten wirst heute, wie das passiert, wie die Beeinflussung insbesondere der Medien. Und dazu gab es natürlich niemand anderen als der Robina Möhring, die das Gespräch mit dir führen wird. Die Robina ist eine Gründungsmitglied des Republikanischen Clubs. War am Anfang auch im Vorstand, glaube ich, oder? Mhm. Ja. Ich bin ja erst seit 92 im Vorstand. Ach Gott. Aber das dafür durchgehend und hyperaktiv. Aber wir haben nach 30 Jahren gesagt, der Club wurde ja 1986 gegründet, anlässlich der Auseinandersetzung rund um die Verdrängung, das Vergessen, das Leugnen, das Verdrehen der Nazi-Vergangenheit, wo Waldheim symptomatisch für das Land war, dass sie nur das erste Opfer war. Und da ist eben auch das Pferd geritten, das Holzpferd, nach einer Skizze von Alfred Rilitschka, produziert von einer Bühnenwerkstätte, der Verein Bühnen Wiens, heute kann man es ja sagen. Und das Pferd, das stand ja jahrelang hier zerlegt, an der Mauer, ist genau 4 Meter lang und ist jetzt in der Ausstellung im Haus der Geschichte, kann aber jederzeit zurückgeholt werden und wir werden es, wenn es notwendig ist, gemeinsam über den Heldenplatz zurücktragen, in den Pferdestall zurück. Die Robina ist auch deshalb berufen, das Gespräch heute zu führen, weil sie ist auch die Vizepräsidentin von Reporter ohne Grenzen. Und da, ihr kennt euch natürlich gut, glaube ich, ihr zwei, und daher wird das heute nur so hin und her flutschen zwischen bei euch beiden. Ich sage es zeitmäßig dazu, 1 Stunde. Ja. Ja. Gut. Und eine kurze Publikumsrunde. Und dann gibt es noch die Gelegenheit, vielleicht ein paar Bücher zu signieren. Und er ist jetzt ziemlich eingetaktet zeitmäßig, ja. Ja, verständlicherweise. Ja. Also vielen Dank. Danke. Ja, ich darf Sie nun auch sehr herzlich begrüßen und bei Pferd fällt mir ein, ich muss das jetzt einfach erzählen. Das Pferd stand eine Zeit lang bei uns auf der Wiese. Mein Sohn war damals 4 Jahre alt es war so, jeden Sonntag waren wir auf irgendeiner Demo und einmal hat er gesagt, Mami, können wir dieses Wochenende mal nicht demonstrieren? Aber das Pferd stand bei uns und er war der Meinung, es ist sein Pferd. Und dann wurde es abgeholt und abmontiert und er kam wirklich heulend zu mir und sagte, Mami, 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 Sie nehmen mir mein Pferd weg. Er ist inzwischen Mitte 30. Er hat es verwunden, aber ich werde das nie vergessen, wie er völlig entsetzt war, das Pferd kommt weg. Ja, heute geht es nicht um Pferd, heute geht es auch nicht um Waldheim wie damals, heute geht es ums Heute. Und Anlass ist natürlich auch dieses Buch,
das ich nur empfehlen kann, Kurz und Kicke. Und es wird ja immer, ich meine, immer aktueller. Ja. Jetzt haben wir schon wieder einen Fall des Verstoßes gegen die Pressefreiheit, was hier auch sehr schön in diesem Buch beschrieben ist, nämlich diese Arroganz gegenüber Menschenrechten, würde ich mal sagen. Und die Pressefreiheit und Informationsfreiheit ist ein Menschenrecht und ist ein Grundrecht, das wirklich also sträflich schon während der kurzen Regierungszeit von Herrn Kurz vernachlässigt wurde. Und das geht nun weiter. Ich weiß, Sie haben es sicherlich auch mitbekommen, dass eine Autorin, eine Journalistin vom Falter nicht zu einem Informationsgespräch eingelassen wurde. Sie war nicht eingeladen, das stimmt schon, aber es war ein Pressegespräch zu dem Thema, ob die ÖVP eine zweite Buchhaltung geführt hat oder nicht. Darüber hatte der Falter geschrieben, die war im Material zugespielt worden, übrigens auf dem Standard. Und sie war vor der Tür und sie wurde abgewiesen, sagte, nein, also hier kommen Sie nicht rein, was ich ziemlich unglaublich finde. Wie ist das möglich, dass das sich derart die Atmosphäre auch brutalisiert hat? Dass also keine Höflichkeit mehr da ist und auch ein bisschen der Anstand fehlt, den es ja früher noch gegeben hat. Ja, erstens herzlichen Dank für die Einladung, schönen Abend. Ich habe mir ja dringend vorgenommen, dass ich ganz sicher keine Vorwürfe gegen Journalisten mache. Ich kann nur das sagen, was ich früher gesagt habe als Journalist. Ich würde eine Veranstaltung sofort verlassen und habe meine Kolleginnen und Kollegen dazu aufgefordert, das zu tun, wenn andere Kolleginnen und Kollegen ausgesperrt würden. Ich habe ausdrücklich dazu gesagt und man weiß, dass ich mit Wolfgang Fellner und seinen Produkten wirklich, das heißt nicht zufrieden, dass ich sie zum Teil schrecklich finde, aber ich habe auch gesagt, selbst für diesen Fall würde ich das verteidigen, auch würde ich auch nicht zulassen, dass jemand von seinen Leuten ausgesperrt wird, weil wir das gar nicht einreißen lassen dürfen. Wie gesagt, ich möchte niemanden jetzt kritisieren, der das letzte Mal dabei war, kann auf das verweisen, was ich früher gesagt habe, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich verhalten sollten. Warum es sich brutalisiert hat, es hat sich vieles verändert und ich glaube, dass wir auf vieles nicht früh genug aufmerksam gemacht haben. Und auch da möchte ich wieder nicht kritisieren, aber beobachtet habe ich schon, dass es da auch früher wenig Solidarität gab in dieser Phase der Brutalisierung. Es ist bekannt gewesen, ich habe das ja auch geschrieben und habe auch einen Prozess geführt, dass ein Fernsehteam von FPÖ TV bei mir zu Hause gefilmt hat und damit gedroht hat, Haus und Adresse auf Twitter, Facebook und überall zu verbreiten, so nach dem Motto, Schiedsrichter, wir wissen, wo dein Auto steht. Es ist mir dann gelungen, eben wie gesagt, mit einstweiliger Verfügung, damit Klage das abzuwenden. Die große Solidarität habe ich nicht gespürt. Ich muss die Geschichte dann also ganz erzählen. Das war geplant, als wir schon beim Fußball bleiben, als Revanche-Foul. Der Kurier hat vorher sehr von der Weiten ein Foto gehabt, wo das neue, aber ein größeres Wohnhaus, wo Heinz-Christian Strache gewohnt hat, in Klosterneuburg abgebildet wurde, aber erstens nicht erkenntlich und zweitens auf Hinweis des dortigen Landes- oder Bezirksparteisekretärs, der stolz darauf war, dass Strache Klosterneuburger wurde. Also und war völlig, und wir haben damals nachgefragt in der Pressestelle und ob man das veröffentlichen kann. Ja, Strache Klosterneuburger, der hat dort gewohnt. Zuerst waren sie einverstanden und dann haben sie es natürlich genützt, wie so oft halt, um gegen jemanden vorzugehen. Aber ich habe die Brutalisierung auch auf der anderen Seite bei der ÖVP erlebt. Also Peter Bellinger, ein alter Verhandsmann, war es auch, wie also interveniert wurde von allen Seiten, immer und überall. Aber mit dieser Art zu drohen, mit dieser Art Journalistinnen und Journalisten herunterzumachen, ist das anders. Und dazu kommt halt, dass in der Zeit, als wir noch jünger waren, wir gewusst haben, wenn wir irgendwo rausfliegen, dann werden wir woanders einen Job kriegen. Es ist die Lage für Journalistinnen und Journalisten eine andere. Es ist um vieles schwieriger geworden und es ist deswegen auch leichter zu drohen. Und so detailverliebt, wie es vor allem die Truppe um Sebastian Kurz ist, dass also wirklich auch er selber, ich habe das auch geschrieben, er selber bei der APA anruft und eine Zwischenüberschrift korrigieren lässt, das hat es in der Form natürlich nicht gegeben. Und da muss ich schon sagen, weil halt früher
Politikerinnen und Politiker vielleicht auch da ein bisschen selbstbewusster waren. Ja? Weil das ist ja auch eine meiner Überzeugungen, wenn jemand, möchte niemanden beleidigen, vielleicht gibt es auch hier Kontrollfreaks, ja? Aber wenn jemand ein Kontrollfreak ist, dann ist er nicht die allersicherste Person auf der Welt. Und so Kontrollfreak sein, das heißt halt auch etwas über die persönliche Verfasstheit einer Person. Ja, ich habe heute auf Standard.de einen Artikel geschrieben darüber, einen Blog, Pressefreiheitsblog, wo ich das auch thematisiert habe, dass eben diese Journalistin nicht hineingelassen wurde. Und unter den Postings war dann eben auch eine, ich hoffe auf den Tag, an dem die versammelten Journalisten den Saal verlassen. Sobald der Schwachkopf keine Fragen zulässt, Einzelne ausschließt und Fragen nicht beantwortet. Bisschen Solidarität bei der Journalie wäre gefragt. Ich frage mich, ist es nur eine Frage der Existenzangst, also weil der Arbeitsmarkt für Journalisten ja sehr klein ist, oder ist diese gewisse Neigung zu Hofberichterstattung und sich fügen in die Vorschriften, geht das nicht auch ein bisschen zurück in die Vergangenheit? Nach 45 ist ja nicht aufgearbeitet worden. Und jene Journalisten, die bis 45 das Sagen hatten, hatten auch nach 45 das Sagen. Und haben natürlich ihre Traditionen auch im Verhalten ein bisschen weitergeführt und den Hof nichts weiter gelernt, so wie die Außenministerin die vorige. Und das eigentlich erst seit 86, als begonnen wurde, die Geschichte des Landes aufzuarbeiten und die Opferrolle in Frage zu stellen, dass das so ein bisschen damit zu tun hat, dass es immer noch, dass die anderen sitzen bleiben und nicht rausgehen? Also ich weiß nicht, ich habe viel mit Hugo Bortisch gesprochen, ja, der ja lang den Kurier geleitet hat und später jeder weiß, im ORF gearbeitet hat, und der hat schon versucht, diese amerikanische Tradition der Transparenz herzubringen und hat immer erzählt, vielleicht hat er auch geschrieben in einem Buch, kann ich mir vorstellen, als er im Zuge seiner Ausbildung oder dann halt auch ein Praktikum gemacht hat, in einer Stadt, ich weiß nicht mehr in welcher, mit dem zuständigen Lokalreporter unterwegs waren, die sind ins Zimmer des Bürgermeisters gegangen und der hat geschaut am Tisch des Bürgermeisters, was liegen da für Dinge rum, und das war für den jungen Hugo Bortisch, kannst du das machen? Und er hat gesagt, ja, das ist ja unser Bürgermeister, ja, und das muss ja transparent sein, was in der Stadt los ist. Natürlich kann ich mir das anschauen. Und dann ist der Bürgermeister gekommen und war auch nicht groß schockiert. Wir kämpfen hier seit Jahrzehnten inzwischen um ein Informationsfreiheitsgesetz und haben es noch immer nicht. Ich glaube, das ist schon die Tradition in diesem Land, das geht vielleicht historisch weiter zurück. Die Obrigkeitshörigkeit in diesem Land ist schon gewaltig. Ja. Also ich war gestern, und das war für mich so typisch, ja, ich war gestern auf der Riedermesse, ja, damit Sie wissen, was ich so machen muss jetzt. Ja. Und das ist natürlich hochinteressant, ich sage, und das meine ich wirklich sehr ernst, ich bin jetzt auf einer Lernreise und lerne so viele Dinge, obwohl ich war als Kind schon auf der Riedermesse, aber ich lerne so viele Dinge dazu und rede mit Leuten und so. Also wirklich, es ist für mich, ich sauge das auf wie ein Schwamm. Und da kommen wir zur Halle der Oberösterreichischen Landesregierung, kommt der zuständige Landwirtschaftslandesrat und sagt, da ist auch da, ist auch da. Ich war mit der Kollegin Karin Doppelbauer, die eine Abgeordnete zum Nationalrat für die NEOS ist und Landwirtschaftssprecherin. So. Und das ist meine Halle. Und auch da haben meine, ist Oberösterreich draufgestanden, aber gut, der ist Landesrat, also soll sein. Und dann wurden wir sogar zum Essen eingeladen, also auch nett. Ja. Also jetzt war ich Gast und jetzt redet er gemein, ja, das geht ja nicht. Aber ich muss einfach erzählen, weil es mich so bewegt. Und dann sitzen wir dort und dann kommt die frühere Landwirtschaftsminister Köstinger herein, die vom Beruf Abgeordnete zum Nationalrat ist. Also genau dasselbe, was auch die Karin Doppelbauer ist. Und dann Moderator auf der Bühne und wir begrüßen herzlich. Und da wurde begrüßt natürlich die Frau Köstinger und ihre Kollegin, die heute bei einer Oppositionspartei ist, aber das ist die ÖVP auch im Moment eigentlich, wurde nicht begrüßt. Und es ist nur eine Kleinigkeit, ja, aber es hat mir so gezeigt, dieses Autoritätsbewusstsein, ja, die ist wahrscheinlich wieder in der Regierung, die ist wahrscheinlich wieder in der Opposition, die kehren zu uns, die kehren woanders hin. Das ist schon gewaltig und das ist wahrscheinlich, kann man das, wenn ich das hier sagen darf, auch in gewissen Institutionen der Gemeinde Wien so erleben, ja, und so weiter, und in Niederösterreich sowieso, also und im Burgenland wahrscheinlich noch mehr, weil dort noch mehr Obrigkeitsdenken ist, ich glaube in Tirol ist es anders nach meiner Erfahrung, und über das reden wir auch zu wenig, ja, und dann rede ich mit Leuten, die mir sagen, ja, ich unterstütze euch, super, was ihr macht, also jetzt die Gruppe der NEOS, aber ich kann es leider nicht laut sagen, warum nicht, naja, aber sie sind jetzt eh in Pension, naja, schon, aber dann sagt er so, ja, also so mit Zivilcourage, ja, das ist so schön, dieses Buch von über Tyrannei, Timothy Snyder,
die 20 Punkte, haben wir jetzt extra am Handy aufgenommen, damit ich es jedes Mal auch vorlesen kann. Und das eine davon ist Zivilcourage und das ist bei uns wirklich sehr vernachlässigt worden immer. Und wird es nach wie vor, und es wird zu wenig darüber geredet. Und deswegen hat es auch ein Punkt, warum ich das geschrieben habe, warum das Wort Angst vorne ist. Ich orte so viel Angst. Ich orte sie auch in der Politik. Leute, die sagen, wenn ich nicht... Entschuldigung, wenn wir anrufen, ich habe angerufen, Mandatare der ÖVP, die ich auch persönlich schon lang und gut kenne, wir wollen ein Interview, ja, beim Kurier noch. Ja, da muss die Pressesprecherin vom Club anrufen. Ja. Also muss ich vorstellen, die Pressesprecherin vom Club entscheidet, ob der frei gewählte Abgeordnete, der nach Artikel 56 keine Aufträge entgegennehmen darf, ein Interview geben darf. Und wenn er dann darf, dann muss er das sagen, was vorher aufgeschrieben haben. Ja. Also das ist, aber das ist alles Teil unserer politischen Kultur. Es ist uns früher, glaube ich, weniger aufgefallen, aber die Brutalität, die wir halt in der letzten Zeit auch erlebt haben, hat es vielleicht etwas noch verstärkt. Aber alles, was wir heute erleben und unter uns haben, ist ja die Entwicklung der letzten Jahrzehnte gewesen. Und vielleicht waren wir alle nicht laut genug, um auch auf das aufmerksam zu machen. So viel Angst, so viel Obrigkeitshörigkeit, so wenig von dem, was ich jetzt immer sage. Ich bin ein Bürger, ich bin ein Citoyen, ja, das gefällt mir gut. Ja, und möchte als Bürger jetzt im Parlament sein und nichts Besonderes sein. Ja, ich habe es auch immer absurd gefunden, wie sich die Leute vor dem Minister und vor der Ministerin verneigen, bis zu dem Tag, wo es nicht mehr ist, dann dreht sich keiner mehr um. Ja. Das ist, gehört ja auch dazu. Das Blöde ist nur, die glauben dann, dass sie gegrüßt werden. Nein, das wird, der Mantel wird gegrüßt. Ja. Und, der Franz Kreuzer hat bei uns immer gesagt, der wirklich ein Realist auch war, fällt der Herzog, fällt der Mantel, nicht? Das fällt mir jetzt gerade ein, ja. Der hat das schon gewusst, ist dann trotzdem Politiker geworden. Ich würde gern mit ihm darüber reden, auch über seine Zeit. Ja. Das wissen wir, ja, können wir uns erinnern. Also, gut. Aber Obrigkeitshörigkeit, was machen wir, damit auch... Ich glaube, dass es bei den Jungen jetzt weniger ist. Ja? Also auch diese Jugendbewegungen, die wir sehen, entwickelt sich ein bisschen an. Ich kann nur hoffen, dass die sehr erfolgreich sind. Und ja. Kann sie wirklich nur aufrufen dazu. Also es ist ja ein Solidaritätspakt entstanden von vielen NGOs, also wirklich Zivilgesellschaft, die aufstehen und etwas tun. Das halte ich schon für sehr gut. Also es sind eben jene, die begriffen haben, dass man sich wehren muss und dass Obrigkeitshörigkeit nicht sehr weit führt. Was mich nur so verwundert, dass ein doch junger Mensch wie der Ex-Bundeskanzler eigentlich enorm autoritäre Züge hat. Ich meine, der ist nur 2 Wochen älter als meine Tochter. Und das setzt mich jedes Mal. Ja? Die hat Gott sei Dank andere Ansichten. Aber wie kann das passieren? Das ist doch eigentlich gegen die Zeit. Oder sollte gegen die Zeit sein? Nein. Also erstens ist es für die Zeit, weil ja überall autoritäre Führer entstehen. Führerinnen, glaube ich nicht. Die sind eigentlich durchwegs Männer. Und zweitens, ich glaube, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Ja, also wenn man sich die Karriere anschaut, er hat eben gesehen, wie es funktioniert und hat er gesehen, dass der ÖVP schlecht geht. Und dann hat er Umfragen machen lassen und hat es denen gezeigt und hat er gezeigt und hat gesagt, also entweder folgt es mir oder ich mache was anderes. Und das muss man ja auch, das ist ja auch ein Kontinuum in der österreichischen Politik, dass den Bundesländerfürstinnen und Fürsten, Fürstinnen gibt es ja auch inzwischen, eigentlich die Bundespolitik oft gar nicht wichtig ist. Da ist wichtig der Finanzausgleich, dass genug Geld kommt und dann hilft seinem Michael Häupl, wenn Schwarz-Blau ist im Bund, dann kann er sogar Wahlen gewinnen oder konnte in dem Fall Großwahlen gewinnen. Das heißt, ich glaube, das ist denen oft gleichgültig, wer da in Wien sitzt, solange nicht gewisse Rechte eingeschränkt werden. Es haben ja sehr deutlich Landeshauptleute der ÖVP gesagt, wir haben dem schon erklärt, wo Grenzen sind, also das mit den Spitälern, das bleibt bei uns und so, ja, das wird ganz klar ausgemacht, aber sonst kann er machen, wie er will und er ist erfolgreich. Ja? Und viele in der ÖVP sagen, wir haben wieder den Kanzler und damit hat er sich. Also das ist das eine. Und das zweite ist, dass es offenbar eine Tendenz ist, die zu autoritären Regimen geht, wie wir es ja anderswo auch erleben. Und das ist nicht unbedingt nur, weil es den Leuten schlecht geht, weil der überwiegend Mehrheit geht es so gut wie nie zuvor. Und ich mache mir immer nur Sorgen, was ist, wenn 15% Arbeitslose gibt? Ja? Was wäre dann los? Aber es ist die Angst und die Unsicherheit. Und da habe ich dann jetzt auch wieder Verständnis. Ja? Also ich kann immer nur, macht ja jeder von uns, bezieht sich auf das, was er selber erlebt hat. Als wir jung waren, studiert haben, einen Beruf gesucht haben, haben wir so viele Möglichkeiten gehabt. Ja? Und die Möglichkeiten sind immer mehr geworden. Ich habe just fertig studiert und wusste, ich brauche jetzt nicht einen Job suchen, weil ich kriege in 3 Jahren genauso einen. Und das ist heute natürlich anders. Es ist durch die Öffnung der Grenzen, durch
die weltweiten Einflüsse und Informationen, die wir bekommen. Ich glaube, es ist einfach sehr viel Unsicherheit. Und dann gibt es eben Leute, die zumindest nach außen selbstsicher klar auftreten und sagen, wenn wir das so machen, dann wird das für euch besser und ich sorge da für euch. Und das ist eben dann erfolgreich. Dass das natürlich längerfristig alles zerstört und zunächst den Zusammenhalt zerstört, irgendwann, glaube ich, auch den Wohlstand zerstört und natürlich die Demokratie zerstört und die Korruption bringt, ist was anderes. Das kann man sich anschauen zack, zack, zack. Nicht? Also wir wollen wie Orban. Wir wollen ein Mediensystem wie Orban. Wir wollen einen Staat wie Orban. Und was nicht untergehen darf, das steht im Ibiza-Buch auch drinnen, ich habe die Kontakte, der Viktor Orban hat mir den Telefonnummer vom Geheimdienstchef gegeben, ich kann den jederzeit auch konsultieren. Ja? Also wir wissen ja, wo es hinführt und wir wissen, dass dort die gut ausgebildeten Leute weglaufen. Und wir wissen, wie groß die Korruption in dem Land ist. Wir könnten uns das anschauen. Aber da sind wir beim Thema Bildung, da sind wir beim Thema Information. Und bis man das hier auch klar gemacht hat, was in Ungarn gerade passiert, ist die nächste Wahl vorbei. Ja. Ich hatte kurz vor Weihnachten, also als die Regierung noch Regierung war, ein Panel gehabt mit einer Ungarin, die nach Österreich ausgewandert ist, mit Mann und Kindern und alle vier, die Kinder waren relativ klein, Deutsch gelernt haben. Und sie unterrichtet jetzt an der Uni und sie sagt, es ist erschreckend, diese Parallelität zwischen Ungarn und Österreich. In Ungarn hat man auch gedacht, ach, das geht schon wieder vorbei und das muss man nicht so ernst nehmen. Und jetzt ist es, wie es ist und es ist wirklich eine gleichgeschaltete Medienlandschaft. Es ist ja auch ganz witzig, dass im englischen Sprachraum inzwischen Gleichschaltung bereits dieses Wort, das deutsche Wort Gleichschaltung, verwendet wird. Als Synonym für geleitete und beeinflusste Medienlandschaft. Und sie sagte, dass wenn hier nicht aufgepasst würde, dann würde das ganz genauso kommen. Was ich mich nur frage, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, dass manche von den Landeshauptleuten kritisch sind und sich eigentlich mehr nur interessieren für ihre eigenen Interessen, also die Interessen ihres Landes und ihrer Landesregierung. Du zitierst aber auch Pröll, der den jungen Mann doch kritisiert hat und dass er sich zu sehr unter den Einfluss der FPÖ begeben habe oder diese nicht im Zaum hielt, was vorher gar nicht die Kraft dafür hat. Also wie kann es sein, dass eine ganze Partei, und da sind ja gestandene Leute darin auch, sich dem unterordnen, nur weil es um die Macht geht? Naja, das ist schon mal ein guter Grund, oder? Schon mal ein guter Grund. Aber die Geschichte mit dem Bröll, wer es noch nicht gelesen hat, muss ich nur ganz kurz erzählen, weil es wirklich originell ist. Also jetzt kann man sagen, das ist eine der großen Was-wäre-wenn-Fragen. Wenn zu diesem Zeitpunkt, wo Sebastian Kurz eben die Macht von Mitterlehner übernommen hat, wenn damals Erwin Bröll noch Landeshauptmann gewesen wäre, ob das auch alles so glatt gelaufen wäre. Ja, also ich kann es nicht beantworten. Aber was ich weiß ist, dass dem Erwin Bröll das nicht gefällt. Und er hat mir mal eben diese Geschichte bei einem persönlichen Gespräch erzählt, wo er gesagt hat, da ging es um die Causa Landbauer und das war zufällig eben bei uns Kurier und SchauTV und wir haben ein Interview aufgenommen und der Karl Schlögl war auch dabei. Und der Erwin Bröll, ich habe das wortwörtlich zitiert, hat keine großartig bösen Worte verwendet. Er hat nur gesagt, man muss hier wirklich eine klare Grenze setzen. In dieser Frage war Erwin Bröll, man kann übrigens sagen, was man immer sehr klar, also was diese Nazi-Geschichten betrifft, das darf nicht sein, da muss eine klare Grenze geben und wenn das nicht schnell bereinigt wird, dann kann das auch auf die ÖVP fallen. Ungefähr so, sehr staatsmännisch, ja, nicht bösartig. Und kaum war das auf der Website, hat der Wolfgang Sobotka angerufen und der war dann nicht erreichbar, weil er gerade ein Gespräch hatte und hat mit seinem Sekretär geredet und dann gesagt, er soll das zurückziehen. Nicht? Und hat ihm gesagt, eine schöne Grüße mache ich nicht. Und dann hat der Sebastian Kurz selber den Erwin Bröll angerufen und gesagt, bitte zieh das Interview zurück, muss ich vorstellen. Ja? Jetzt kenne ich den Erwin Bröll wirklich schon lang und gut und ich kann mir ungefähr vorstellen, mit welchen Worten er mir erklärt hat, dass er das nicht machen wird. Und das hat er mir erzählt und ich habe fairerweise, weil das ein Vier-Augen-Gespräch war, ihn dann mal gefragt, kann ich das für das Buch verwenden? Ja, das ist gut, ja, das kannst du verwenden. Hat ihm also offenbar Freude gemacht, dass das geschrieben wurde. Und noch etwas muss ich dann also auch persönlich dazu erzählen, also ich kenne ihn wirklich schon lange und das hat immer wieder zu also auch sehr schwierigen Gesprächen geführt und einmal sogar so, dass er
dass es sehr laut wurde und wir dann beide immer nur wechselseitig Schimpfworte, die ich nicht mehr verwenden möchte, also ich interessiere nicht, hin und her gebrüllt haben am Telefon. Und dann war wirklich eine Zeit lang, war dann Sendepause. Wir nicht mehr dann geredet, also ich beim Kurier war, haben wir nicht mehr dann geredet. Dann gab es einen Anlass und dann ist das ausgesprochen worden und dann habe ich das Gefühl, und das war dann auch so, dann haben wir dann normal miteinander geredet. Das ist ein Unterschied zu früher. Also er war nicht beleidigt, sondern es war einfach eine heftige Auseinandersetzung und dann spricht man sich aus und dann ist wieder vorbei. Und das ist mit dieser jungen Generation anders. Mhm. Das ist dann wirklich anders. Aber ich möchte ein Wort, wenn ich das noch sagen darf, zu Ungarn, möchte ich sagen, der George Soros hat eine Auszeichnung in Wien bekommen, in der Nationalbank, wo ich dort war, also dort war. Und das war sehr interessant, weil da gab es auch eine Diskussion, wo der Chef der European University, Michael Ignatieff, sehr interessante Sachen gesagt. Er hat nämlich gesagt, man muss sich das Ungarn sehr genau anschauen und man darf nicht übersehen, dass Viktor Orban auch mit Geldern der Europäischen Union, durchaus berücksichtigend, was die Werte der Europäischen Union sind, genau diese Werte in Ungarn bekämpft. Und dass man sehr genau dorthin schauen muss und überlegen muss, was wir denn da machen können. Und das fand ich einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, weil für mich war das einer der wichtigen Gründe, warum ich so für den Beitritt auch zur Europäischen Union war, weil ich das für eine demokratische Absicherung auch in Österreich immer empfunden habe. Und wie wir jetzt gerade erleben, reicht das aber nicht. Also nur die Mitgliedschaft allein reicht nicht, sondern es muss dann schon auch die Europa vereint miteinander sagen, da gibt es ein Land, das in die falsche Richtung geht. Da gibt es, wie wir wissen, ja dann juristische Verfahren auch und das ist auch wichtig. Aber ich glaube, Geld ist auch ein Mittel. Und dass wir sozusagen mit europäisch, ich sage nicht mit unserem Geld, sondern mit, weil ich das also europäisch sehe, dass wir mit europäischem Geld den Abbau von Demokratie finanzieren, möchte ich sehr deutlich hinterfragen. Und auch das muss man diskutieren. Und auch diese Regierung hätte das nicht gemacht, weil ja dort bekanntlich große Sympathie ist. Ich habe das ja erwähnt, für mich eine der skurrilsten Szenen im 2017er Wahlkampf, wie Kurz und Strache streiten, wer besser mit Orban ist. Und das führt zu Mehrheiten in Österreich. Ja, aber wir müssen es uns vor Augen halten, ja? Wir dürfen nicht blind sein. Der Streit darüber, wer besser mit Orban ist, führt zu Wählerstimmen. Ja. Führte damals zu Wählerstimmen, aber das ist kein Grund zu resignieren, weil ich bin kein Typ, der resigniert, sondern ganz im Gegenteil, dorthin zu schauen, die Leute aufzählen und sagen, schaut nach Ungarn, schaut, was dort passiert. Das wollt ihr nicht. Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher will nicht Ungarn haben. Bin ich zutiefst überzeugt davon, will dieses System nicht. Aber wir müssen es lauter sagen, wir müssen es miteinander sagen. Ja, nun ist es ja so, um nochmal auf die ÖVP-Granden zu kommen, da gibt es ja mehrere, die nicht sehr glücklich sind über den Herrn mit den großen Ohren, der alles hören will. Das ist ja insofern für die Neos ja ganz positiv, weil wahrscheinlich einige von denen sozusagen die Neos als Ausweichgleis nehmen. Naja, das ist auch interessant. Der Erhard Busseck, den ich auch schon lange kenne, also seit Studentenzeiten, hat mir gebeten, dass er ein Vorwort schreibt. Ist übrigens ein Beweis, dass als ich das Buch geschrieben habe, ich nicht an eine Kandidatur gedacht habe, nicht im Entferntesten, sondern ich wusste, dass wir in vielen Fragen übereinstimmen und er hat mir das zugesagt. Und als ich dann fertig war und diese Frage sich genähert, die ich noch immer nicht entschieden hatte, habe ich gesagt, du, ja, sollte ich dann und würdest du dann trotzdem, ja, weil der Fairness halber, hat kurz nachgedacht und hat dann auch zugestimmt. Ich meine es nicht den Erhard Busseck, aber ich meine einige andere, und ich kann keine Namen nennen, aber ich kriege viele Anrufe. Und dabei hat er auch wieder zwei Menschen gesprochen, wo Leute sagen, wir unterstützen euch und ihr müsst stärker werden und bürgerliche Alternative und was da alles kommt. Und schon eine Mischung aus Unzufriedenheit, also auch was ich vor allem aus der Wirtschaft höre, also von Vorständen höre. Jetzt weiß ich also aus der linke Propaganda oder auch linke Ansicht, hat diese Regierung schon viel zu viel gemacht zum Abbau von Arbeitnehmerrechten, 60-Stunden-Tag etc. Aus Sicht der Wirtschaft ist hier eigentlich nicht viel passiert. Und auch das kann ich ja ganz genau nachweisen. Ich glaube, das steht auch im Buch drinnen. Die Steuerreform, die ja nie beschlossen wurde und die auch keine Reform ist, sondern eine reine Steuersenkung, ist ja verkündet worden, so wie die es immer gemacht haben. Ja? Also den Journalisten einfach geben, schau, so schaut es aus, das müsst ihr schreiben. Dann stand das in allen Zeitungen und dann auf einmal, zwei Tage später, war im Kurier ein Interview mit dem Generalsekretär der Industriellen Vereinigung, der gesagt hat, na so bitte nicht. Und der hat das ja deutlich gesagt und dann wieder zwei Tage später hat es geheißen, na gut, dann senkt man die Kosten ein bisschen. Also das ist für mich ein gutes Beispiel, dass man zumindest versucht hat, auch auf Einflüsse der Industrie nicht unbedingt Rücksicht zu nehmen. Und wie gesagt, auch dort ist der unzufrieden, wenn man sagt, na, wo sind die Wirtschaftsreformen, wo ist der Bürokratieabbau, was du von Wirtschaftsseite immer hörst.
wo wird irgendwas besser? Und da ist auch große Enttäuschung. Das heißt, du hast rundherum große Enttäuschung, aber dann nicht die Frage, naja, aber andererseits, was sonst und außerdem, die werden schon irgendwann und die werden schon irgendwie. Jetzt mit der FPÖ, da glaube ich eben schon, dass auch viele in der ÖVP, das höre ich auch aus dem Westen vor allem des Landes, sagen, das darf nicht mehr sein. Und wenn ich allein heute schaue, ich weiß nicht, haben Sie wahrscheinlich noch nicht gelesen, die Gudenus-Geschichte. Es gibt eine originelle Gudenus-Geschichte, der ist gestern geohrfeigt worden. Und jetzt sind wir prinzipiell gegen Prügelstrafen und gegen Gewalt, oder? Also das ist natürlich nicht in Ordnung. Erstens, sage ich ganz ernst. Zweitens, so mag ich doch, ist eine Sauerei. Ich finde das nicht in Ordnung, wenn er hingeht und irgendjemand abpatscht, wenn er den nicht mag. Nur die Geschichte ist ja viel komplizierter. Das ist jemand, den er kannte. Und das ist offenbar ein russischer Geschäftsmann und da geht es offenbar um Küssinger. Was ich auch nicht gewusst habe, da gibt es Streit zwischen österreichisch-bulgarischen und österreichisch-russischen Eigentümern. Der Mann, den er da getroffen hat, war offenbar im Gefängnis. Dann ging es möglich, dann sagt einer der Zeugen oder einer, der dabei war, es ging auch um Finanzierung der FPÖ mit Russlandgeldern. Hurra! Das haben wir eh immer vermutet, oder? Also auf einmal wird das viel, viel komplizierter und da ist die nächste Baustelle, die aufgemacht wird nach diesen 17 Monaten. Dann ein BKA-Beamter wurde jetzt abgezogen, weil er vorher mit einem der Verdächtigen geredet hat. Und einen interessanten Satz aus einem Interview mit dem Gernot Blümel möchte ich dann noch bringen. Der Herr Blümel hat gesagt, naja, mit der FPÖ koalieren wird schwierig nach der Wahl, solange Ibiza nicht aufgeklärt ist. Jetzt kann ich sagen, naja, aber mit der ÖVP koalieren nach der Wahl wird auch schwierig, solange Ibiza und andere Dinge nicht aufgeklärt sind. Eigentlich ist bei beiden Parteien so vieles offen, wo man nicht weiß, wer hat da welchen Einfluss, was ist da genau passiert, dass eigentlich beide Parteien bis zur Klärung nicht regierungsfähig sind, oder? Was nach der Wahl schwierig wird. Die Geheimdienstgeschichte dazu. Ja. BVT. Das, ja, BVT. Genau, BVT. Na gut, also das habe ich ja hier vorweggenommen, wurde vom Kickl beschimpft bei OE24, aber das habe ich alles vorweggenommen, weil mir das ja Insider gesagt haben, die Parallelstrukturen sind bereits aufgebaut worden. Das muss man sich vorstellen. Die haben bereits Parallelstrukturen aufgebaut und die große Frage, die mir niemand beantworten kann, obwohl ich auch den Kickl gefragt habe und andere, den Herrn Kurz habe ich noch nicht getroffen, werde ich ihm auch fragen. Und er muss gefragt werden jeden Tag, warum haben Sie die Koalition beendet? Dass der Herr Kickl Innenminister war, ist kein Grund. Nach allem, was wir bis jetzt wissen, hat der Kickl mit Ibiza so viel zu tun wie wir, oder? Es gibt bis jetzt keinen Anhaltspunkt dafür. Es gibt wahrscheinlich irgendwo eine Leiche im Keller, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Begründung, auch die Begründung der Herr Kickl wird nicht aufklären. Ja, die Justiz muss aufklären. Ja, die braucht die Polizei, aber die Justiz greift dann auf die Polizei zu. Und der Herr Kickl wollte Ibiza nicht aufklären. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, es gibt keinen wirklichen offiziellen Grund bis jetzt, warum diese Regierung aufgekündigt wurde. Aber dann sagt er wieder, es war eine irrsinnig gute Zeit. Also was jetzt? Warum hat er sich dann beendet, wenn es eine irrsinnig gute Zeit war? Das ist der Widerspruch nach Widerspruch. Und jetzt weiß ich auch, ja, leider, diese Widersprüche kommen aber in einem Teil der Gesellschaft überhaupt nicht an, weil er ist eh so lieb und er hat sich bemüht und jetzt haben sie ihn abgewählt und so. Ja. Und das erstaunt mich eigentlich auch, ja, wenn ich mir ansehe, vor welchen riesigen Problemen wir stehen. Ich will nicht übertreiben, aber es kommt natürlich eine Rezession, wir wissen nicht wann. In den Schulen ist wirklich vieles nicht in Ordnung. Ja. In vielen Bereichen ist vieles nicht in Ordnung. Integration hängt irgendwo, ja, ist, glaube ich, ein riesiges Thema für uns, wo ich auch Versäumnisse sehe. Es gab halt so viel zu tun und ich sehe dort aber nirgends Vorschläge von diesen beiden Parteien, was die machen würden. Kommen wir nochmal zum Innenministerium. Ich meine, abgesehen davon, dass also Kurz ja auch sehr großzügig mit Jobverteilung war, an Kinder von Freunden und Freundesfreunden und ich glaube 100 Leute hatte allein für seine Pressearbeit oder Öffentlichkeitsarbeit, auch der Herr Kickl hat also sein Personal verdoppelt. Wie das ja jetzt in diesem Artikel herausgekommen ist, war ja wohl sehr wohl geplant, auch in diesem Sicherheitspaket von dem Herrn Kickl, auch eine totale Überwachung des Staates. Also Orban ist da ungefähr nichts dagegen. Ja. Das muss doch der Kurz auch gewusst haben. Ja. Ich meine, der kannte, das war ja tief schwarz, das Innenministerium, und die Leute waren ja auch noch da. Ja. Wie ist das möglich, dass so etwas einfach hinter dem Vorhang natürlich über die Bühne gehen kann? Ja, die nächste Frage hat in Interviews dann, oder ich glaube im BVD-Untersuchungsausschuss gesagt, er hat es in der Zeitung gelesen, das muss ich vorstellen. Der Bundeskanzler liest in der Zeitung, dass es einen Überfall aufs BVD gegeben hat und beschäftigt sich nicht damit. Ja. Warum haben die Medien das nicht stärker aufgegriffen?
Die Frage kann man auch stellen. Und das nächste ist natürlich ja, also meine These, wie gesagt, ich muss das ja sehr vorsichtig formulieren, aber ich glaube nach wie vor, dass Kurz einfach Dinge erfahren hat, was im Innenministerium los ist und das der Grund ist, warum Kickl gehen musste. Was er genau erfahren hat, weiß ich nicht. Aber das hat mir auch ein interessierter und informierter Mensch erzählt. Das werden wir abgehört, wissen wir nicht. Ja, ist es erlaubt? Natürlich nicht, außer richterlicher Beschluss etc. Aber es gibt eine Ausnahme, hat mein Kundiger erzählt, nämlich wenn eine Abteilung sagt, wir müssen Übung machen. Ja, mal Übung machen, ob die Geräte eh noch funktionieren. Und dann kann man auch abhören und muss nicht einmal ein Protokoll darüber machen. Und wenn du eine Struktur hast, die so ist, dass sie halt auf eine Person loyalitätsmäßig zugeschnitten ist, und das hat der Kickl mit einem Teil seiner Leute gemacht, dann ist klar, wer dann nur einen Bericht bekommt. Aber um das jetzt auch wieder zu sagen, ja, Postenschach hat es früher auch gegeben. Ja. Es hat es natürlich in massiver Form gegeben. Ich habe das im ORF selbst erlebt, wo mir, also zuerst, als ich zum ORF gekommen bin, hat mir zuerst der Betriebsrat gesagt, ich muss bei den Schwarzen beitreten, habe gesagt, das mache ich nicht. Dann hat der rote Stiftungsrat, Aufsichtsrat, inzwischen verstorben, das sind kein Name, alles gemacht, dass ich nicht angestellt werde. Dann, ich habe das erlebt und ich fand das schrecklich. Dann, als ich dort kandidiert habe, wollten die Parteien mit mir verhandeln, irgendwelche Teams, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ja, die anderen machen es auch. Ja, aber ich kann nicht jemanden bestellen, der bei einer Partei ist. Also das ist ja alles hier schon ziemlich schrecklich in dem Land. Ich fand es immer beleidigend, weil ja auch sehr gute Leute in Positionen gekommen sind, wo man dann gesagt hat, naja, weil er bei dieser oder jener Partei ist. Ich fand es auch diesen Menschen gegenüber beleidigend. Was in diesem Fall noch dazugekommen ist, sind zwei Sachen. Das erste, die unglaubliche Anzahl Sparen im System war ja eine Verhöhnung von den Steuerzahlern. Zweitens, dass weil die FPÖ halt wenig Möglichkeiten hat, gute Leute zu haben, dort also wirklich unfähige Leute gekommen sind. Das Thema Siedl war viel in den Medien. Ich finde noch viel schlimmer das Thema Schock. Wenn jemand, der von Währungspolitik ungefähr so viel versteht wie ich, dort in den Generalrat, nicht entschuldigen, in den Vorstand der Nationalbank kommt, dann ist es ungeheuerlich. Das darf natürlich nicht stattfinden. Und da ist noch was, in den Ministerien sind die Generalsekretäre installiert worden. Und da wiederum, was haben aber Generalsekretäre gemacht? Die haben sich eigene Kabinette gebildet. Das heißt, wir hatten Minister mit Kabinetten, Anzahl 48 beim Innenminister. Wir hatten den Generalsekretär Goldgruber, der weiß jetzt nicht, wie viel sein eigenes Kabinett gemacht hat. Das war in vielen Ministerien so. Und das waren alles natürlich politische Besetzungen. Und dann gibt es noch die Beamten, die auf der obersten Ebene politisch entschieden sind und auf der zweiten Ebene aber auch, wie ich höre. Und dann hast du jetzt schon vier Ebenen von Menschen, wo es nur um Politik geht. Da geht es also nicht um irgendeine Sachentscheidung, sondern nur um Politik. Das heißt, in der Aufblähung ist es dann auch noch einmal schlimmer als früher. Aber wie gesagt, das war früher auch schlimm und ich habe das nie verstanden, warum das so sein muss. Aber es musste halt so sein, aber es ist jetzt noch einmal schlimmer geworden. Ja, es ist noch einmal schlimmer geworden und ich glaube auch, wenn ich jetzt an den ORF denke, ja, da hatten wir natürlich auch unsere Paradeblauen da. Ja. Wir wissen alle, der eine mit dem, ja, der Opernfan, ja, und Militär. Dann gab es noch ein paar wenige andere. Mhm. Die waren aber zum Teil journalistisch ausgebildet, sagen wir mal so. Was da jetzt herumschwirrt zum Teil aus dieser Ecke, ist nicht sehr erfahren in diesem Beruf, sagen wir mal. Jedenfalls nicht entsprechend den hohen Positionen, die sie jetzt innehaben, sind einfach da hinaufgehievt worden. Und das senkt dann natürlich auch wieder das Niveau des Senders. Und ich halte es für ganz gefährlich, auch jetzt im Zusammenhang mit der Frage, soll der ORF vom Budget bezahlt werden oder nicht, was meiner Meinung nach nicht geht, denn dann wäre er ein Staatsfernsehen. Und er ist ja eigentlich Eigentum der Gesellschaft und nicht der Regierung. Aber das sind fatale Dinge, die passiert sind und ich fürchte, das wird ähnlich wie bei der Nationalbank auch nicht mehr rückgängig zu machen sein. Also wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, ich rede über Journalisten nicht, sage sicher nichts Böses, ich versuche es positiv zu sagen. Ich bin 1982 zum ORF gekommen und der Chefredakteur war der Franz Kreuzer und es war natürlich faszinierend für einen jungen Menschen. Manchmal haben wir nicht alles verstanden, was er gesagt hat, aber es war faszinierend, ihm zuzuhören, ja? Ihm zuzuhören, mit ihm zu reden. Und das war sehr lehrreich und vor allem jemanden,
von dessen Vita wir wussten, dass er einfach ein ausgezeichneter Journalist ist, der, wie die Älteren, also die, ich habe es damals halt auch, weil ich fasziniert war von ihm, der eben in der Besatzungszeit in, quer durch die Zonen ist, um, zu recherchieren, wo Leute verschleppt wurden, etc. Ja, also, wenn du dann, oder der Gerd Bacher, den, der einfach ein unglaublicher Journalist war, ja, dann konnte man politisch sagen, das ist ein Rechter, ja, aber er war ein unglaublich faszinierender Journalist. Der Horst Friedrich Mayer war außenpolitisch, war belesen, informiert, hat viel gewusst, Rudi Nagilla, also wenn ich ein paar Namen nenne. Es war für mich faszinierend, das war sicher auch ein Grund, ein damals zufriedener ORF-Redakteur, dann Korrespondent zu sein. Hans Benedikt und so weiter, ja, haben wir streiten können, weiß nicht, aber Leute, die mit diesem irrsinnigen journalistischen Engagement gearbeitet haben. Das war toll. Mehr sage ich jetzt nicht. Ja. Ja, klar, ja. Natürlich, ja, zwei, ja, weiß ich, ja. Seefahrt, also viele Leute, aber eben dieses journalistische Engagement, das Journalisten um jeden Preis. Und da hat man ungefähr gewusst, das ist eher linker, eher rechter, aber man hat gewusst, im Zweifel ist er auch vor allem ein Journalist. Und das hat mich fasziniert und mehr sage ich nicht. Gut, ich hätte natürlich noch eine Frage, da frage ich jetzt aber nicht. Wie fandst du das eigentlich damals, warst du da noch beim ORF, als die Claudia Reiterer nicht Moderatorin werden durfte, ja, weil ihr Mann ja politisch tätig war? Also ja, da bin ich jetzt auch befangen. Da bin ich jetzt auch befangen. Aber deshalb frage ich nur ja, Claudia. Nein, ich möchte nur so viel sagen. Also, wenn, egal ob Mann oder Frau, wenn jemand jahrzehntelang einen Beruf beweist, was sie oder er kann, dann darf es kein Grund sein, ob diese Person heiratet, sich scheiden lässt, ein Bandscherl hat oder sonst was, ja? Was es ja alles gibt. Ja? Was es ja alles gibt. Und das eine ist offiziell, das andere ist nicht offiziell. Deswegen möchte ich nur diese Person betrachten, macht sie einen Job gut oder nicht. Mhm. Und was sie in ihrem Privatleben macht, geht mich eigentlich nichts an. Mhm. Da geht es natürlich auch um Opportunität. Und wenn jemand dann bei einer Regierungspartei ist, dann schaut es vielleicht anders aus, als wenn jemand bei einer anderen Partei. Genau, gut. Aber das waren auch, mehr sag ich jetzt auch. Das waren nur die Grünen. was ich sehr schön finde, ist auch die Gegenüberstellung, die du in deinem Buch gemacht hast, Haider und Kurz, wo ja von manchen behauptet wird, also er sei ein neuer Haider. Ich glaube, Haider war wesentlich gescheiter und intellektueller als er. War vielleicht nicht nur vom Ehrgeiz, sondern auch vom Spiel mit der Politik begeistert. Also erstens war Haider natürlich extrem gebildet, ja, intelligent, sehr schnell im Kopf, sehr interessante Persönlichkeit im Gespräch. Zweitens war er natürlich auch ein riesiger Spieler und hat gespielt mit Worten, was zum Teil schrecklich war, hat gespielt auch mit Menschen, was nicht in Ordnung war, hat aber auch mit politischen Ideen gespielt, ja, hat immer irgendwelche Luftballone in die Luft geschickt, hat dann weiter sich wieder zurückgezogen, aus welchen Gründen auch immer, ja, kann man ja auch seine Überlegungen haben, aber ist manchmal halt auch wieder mit neuen Ideen und so weiter zurückgekommen, aber er war sicher kein Kontrollfreak, ja, sondern er war jemand, der ja, im Zweifel irgendeine neue Diskussion oder irgendein neues Thema aufmachen wollte und schauen, wie die Leute darauf reagieren. Und sowas inszenieren wollte und dann mit dem nächsten Thema dahergekommen ist. Vom Machttrieb natürlich auch sehr stark, aber er hatte sicher auch nicht die Konsequenz und die Disziplin, die Sebastian Kurz hat. Das ist keine Frage. Du hast wieder das Buch. Aber er war natürlich ein großer Verführer und ein sehr charmanter Mensch. Und ich glaube auch, dass Sebastian Kurz ein Verführer und ein sehr charmanter Mensch ist. Ja. Ich würde Kurz eher so in die Grasser-Ecke stecken, als idealer Schwiegersohn oder so. Grasser war auch ein Verführer. Ja, sicher, klar. Doch schon mal. Und gut aussehend. Ja. Für manche. Geschmack. Wenn, genau. Bildungssystem hast du ja vorhin angesprochen, du sprichst es ja auch in deinem Buch an. Sprichst dich klar aus für Elite-Universitäten. Auch, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, denn wer kann diese besuchen? Wiederum nur jene, die es sich leisten können. Ist nicht der Fehler gewesen und kann man den vielleicht irgendwann mal beheben, dass einfach generell zu wenig in das Bildungssystem investiert wurde? Das ist ja ein Investieren in die Zukunft, in die künftigen
Generationen, ist das überhaupt finanziell noch möglich, so wie das Finnland zum Beispiel gemacht hat, dass Österreich mal auch eine, oder eine österreichische Regierung besser gesagt, ein Batzen Geld in die Hand nimmt und sowohl die Schulen als auch die Universitäten entschmuddelt. Und sie sind deshalb schmuddelig, weil sie eben kein Geld mehr haben. Ja, also das, wir können jetzt von beiden Seiten anfangen, also wenn man es vom Kleinkind anfängt. Erstens, es muss natürlich, das weiß jeder inzwischen, ja, also ich versuche viel zu lesen und viel zu verstehen, aber es weiß jeder, dass natürlich jetzt die frühkindliche Prägung auch was Bildung und auch was Interesse betrifft. Das heißt, zwei Kindergartenjahre, und Kindergarten ist keine Aufbewahrungsstätte, sondern ist eine pädagogische Stätte. Mhm. Weiß heute jeder. Die Frage der wie gut oder wie, also wie ausgebildet Pädagoginnen und Pädagogen im Kindergarten sein müssen, wird dann diskutiert, muss das akademisch sein oder nicht. So ein gescheiter Leute das sagen, aber dass es die Möglichkeit geben muss, im Kindergarten zu lernen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist wichtig. Das zweite ist, dass wir sehen, die NEOS hat eine Pressekonferenz gemacht, wenn 20-25% der 15-Jährigen nicht sinnerfassend lesen und schreiben können, dann ist das wirklich ein Riesenskandal in dem Land, wo ich sage, was ist in den letzten Jahren passiert? Weil diese Zahl gibt es schon lange und das wissen viele Regierungen und viele Ministerinnen und Minister und Parteien und nichts ist geschehen. Das ist ein Riesenskandal, also Bildungspflicht auf jeden Fall bis 18, 18-Jährige können dann machen, was sie wollen, aber auch die Möglichkeit, und das heißt Bildung, Bildung heißt ja nicht nur Lesen und Schreiben, Umgang miteinander, Kommunikation etc., auch ein modernes Lernen. Und die gescheiten Leute sagen uns ja auch, dass Berufe in 20, 30, 40 Jahren anders ausschauen als heute. Das heißt, heute jemand für einen Beruf, der in 30 Jahren stattfinden, ausbilden, wird auch nicht reichen. Aber zum Thema, ich sage das ja bewusst, manchmal muss man auch provozieren, Elite-Universitäten. Südkorea war ein sehr, sehr armes Land. Und ich habe dort Universitäten, Spitzenuniversitäten angesehen, die halt zu der Weltspitze heute gehört und wo Professoren aus der ganzen Welt hinkommen, Professorinnen, und dort lehren, forschen, unterrichten und dort hervorragende Leute hervorgehen, die dann auch wieder woanders hingehen. Ja? Das ist ja ein internationaler Betrieb geworden und wir müssen viele, viele international sehr gute Leute anziehen. Und es muss die Möglichkeit geben, weil ich glaube, womit wollen wir den Wohlstand erhalten? Mit Innovation. Und da ist Finnland auch ein gutes Beispiel. Wir hören nur immer, dass dort die Schulen besser sind. PISA, ich habe vor kurzem mit Leuten geredet und möchte mir das demnächst auch anschauen. Es gibt dort auch wirklich sehr, sehr innovative Unternehmen. Das heißt, das, was die Kinder dort lernen in der Schule, nämlich nachdenken, kombinieren, mit neugierig sein, das übertragen sie auch in Unternehmen hinein. Und Finnland hat wahrscheinlich so viele Rohstoffe wie wir und ist da in vielen Bereichen schon moderner. Und das müssen wir nachmachen. Und Elite heißt nicht, dass Leute nach Namen oder nach Geld ausgesucht werden, sondern nach Können, Interesse, Begabungen etc. Und die Unterhengstschläger schreibt ja dieses schöne Buch Durchschnittsfalle. Jedes Kind hat Begabungen, jeder Mensch hat Begabungen. Und wenn wir draufkommen und dann unterschiedlich fördern, ich will, auch nicht Spitzenchemiker werden, wollte ich nie, ja? aber wir brauchen sie. Und wir müssen schauen, dass wir sie auch hier in unserem Land ausbilden. Aber ich glaube, man muss schon auch darauf hinweisen, bei diesen Zahlen, was den Analphabetismus betrifft, das sind ja nicht nur Ausländerkinder, sondern Nein. Das sind ja sehr wohl österreichische Kinder. Ja. Also dass das jetzt nicht auch in diese Schiene kippt, wären die Ausländer nicht da, hätten wir also phänomenal ausgebildete Kinder. Nein, also das kann ich habe ja dieses Kurier-Lernhaus, ja, und das Kurier-Lernhaus, also in Wien im 15. Bezirk, ja, brauche ich nicht mehr sagen, in Niederösterreich auch in einigen Städten. Dort, das sind natürlich, also in Wien sind es nur Migrantenkinder, in Niederösterreich überwiegend. Und das sind zum Teil sehr, sehr begabte Kinder, ja, wie Kinder sonst auch sind. Der Schlüssel dort ist ja, dass die Eltern sie gebracht haben. Das sind Eltern, ja, du gehst dort hinein, siehst Kinder aus der ganzen Welt, die alle Deutsch, Wienerisch reden, je nachdem, wie lange sie da sind. Aber ich kann alle sehr gut Deutsch und eben, wie gesagt, zum Teil auch Wienerisch. Aber der Schlüssel ist, dass die Eltern erkannt haben, ich kann dem Kind nicht helfen. Ich kann mit einem 12-Jährigen nicht mehr Mathematik oder auch nicht Deutsch, weil ich es nicht gelernt habe. Und das ist leider eine Halbtagsschule, ne? Leider keine Ganztagsschule, ja, auch ein großer Skandal. Und dann finden die das Lernhaus und dann bringen die dorthin. Es sind zu wenig Plätze. Wir bräuchten viel, viel mehr Lernhäuser. Habe ich mit dem Bildungsstaat auch in Wien besprochen. Ja, das ist eine staatliche Aufgabe. Ich sage, ja, aber ihr macht es zu wenig. Und solange es nicht mehr Ganztagsschulen gibt, brauchen wir das am Nachmittag. Und das machen wir, oder wir als Kurier, mit dem Roten Kreuz. Und wir brauchen viel mehr davon. Aber der Schlüssel sind die Eltern. Die Eltern, die begreifen, ich kann dir nicht helfen. Also schauen wir, dass wir ihn finden.
eine große Vision von dir oder ein Verteidiger dieser Vision bist du, was das Vereinigte Europa betrifft. Also ich fände das auch wunderbar. Ich habe nur im Moment ein bisschen Zweifel, ob das in absehbarer Zeit sein kann, weil man ja doch immer mehr den Eindruck hat, es zerblättert wie ein bisschen, so wie damals die ganzen Fürstentümer im Mittelalter, das war das, glaube ich. Und jeder kocht wieder sein eigenes Süppchen. Ich wüsste auch nicht, wie das wieder repariert werden könnte oder wie die europäischen Staaten wieder zusammenfinden könnten. Also da bin ich immer ganz emotional, weil ich im Jahrgang 55 immer sage, wir sind sozusagen die glücklichste Generation, die je gelebt hat, weil wir haben nicht mehr gehungert, wir haben gemerkt, immer wird alles mehr, immer wird alles offen und wir haben immer mehr Möglichkeiten. Und eine dieser vielen Möglichkeiten war eben für mich auch Europa. Da war ich im Jahr 81, habe ich einen Stage gemacht in Brüssel bei der Europäischen Kommission und da waren wir alle eben 25-Jährige aus ganz Europa. Und erstens war es spannend, in dieser Kommission mitzubekommen, wie funktioniert eine internationale Bürokratie, wie arbeiten die zusammen. Aber wir haben ja nicht nur gearbeitet, wir haben zusammengesessen, haben wir jetzt gehabt und manchmal auch politisch diskutiert. Und er erzählt es wirklich immer sehr ernst. Da blitzt dann manchmal so die Diskussion auf, wo war eigentlich dein Vater im Krieg, wo war dein Vater im Krieg. Ja? Das heißt, unsere Eltern haben aufeinander geschossen und wir sitzen hier und haben einen Riesenspaß, wir lernen und wir haben alle Möglichkeiten der Welt. Und das hat mich damals schon emotionalisiert und tut es heute noch, weil es das so in der Form nie gegeben hat. Und vergessen wir nicht, 1957, ja, das sind also 12 Jahre nach dem ärgsten Schlachten, das man sich vorstellen kann, sind Männer, es waren nur Männer, zusammengesessen und der Herr Hallstein, der ein Nazi war und Widerstandskämpfer, französische und andere und ein Christdemokrat aus Italien, der, glaube ich, im Vatikan war und was auch immer, ja, unterschiedliche Leute, die gesagt haben, das machen wir nicht. Ja? Und 12 Jahre nach dem Krieg haben die schon unterschrieben, das heißt, die haben vorher schon verhandelt und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und so weiter, wissen wir alles. Und das ist für mich noch immer ein Wunder, ja, weiß ich nicht, aber jedenfalls die ganz große Geschichte Europas. Und dann hatte ich ja das Glück, eben auch das ORF-Büro eröffnen zu dürfen, 1986. Und dann habe ich mit dem Klaus Emmerich noch zusammengearbeitet und mit anderen und habe gesehen, wie das immer größer wird. Und wir haben, und dann unter Delors mehr Fortschritte, dann deutsche Einigung. Also ja, ist ja irgendwie alles so faszinierend. Und da gab es immer Rückschläge damals schon. Ja, also wenn man sich anschaut, ich habe darüber so oft berichtet, das ist mir auch so präsent, da ein Vorschlag von da und da ist wieder zurück und dann wieder, der Emmerich hat immer gesagt, Europa ist wie die Echternacher-Springprozession. Echternacher-Spring, wie ist die? 2 Schritte vor, einer zurück. Also es gibt natürlich immer wieder Schritte zurück, aber es gibt auch immer wieder Schritte nach vorne und deswegen bin ich da eigentlich gar nicht skeptisch, sondern wir, wie gesagt, wir sehen genauer hinein, was in Ungarn gerade passiert, wir sehen, was in Polen passiert. Es ist diesen Ländern unangenehm, wenn sie auf die europäische Bühne gebeten werden und wenn man ihnen dort vorhält, was gerade in ihrem Land passiert. Wir müssen auch hier schauen, dass wir von diesem Schnitzelpopulismus wegkommen. Ja? Also das ist ja auch eine unglaubliche Enttäuschung, wenn ein Bundeskanzler irgendwie erzählt, er ist gegen die Friedenverordnung, also hallo, ja. Das ist es ja nicht, ja. Und das geht es ja nicht, sondern es geht darum, es geht wirklich um die großen Fragen. Und natürlich geht es auch um die Frage, ich habe in Italien auch studiert, ja, und wenn du durch Italien fährst, damals wie heute, ich kann keine Zahlen nennen, aber ich vermute, dass der Unterschied zwischen reichen Gegenden im Norden und armen im Süden ungefähr so ist wie damals. Ich fürchte, es hat sich nicht allzu viel verändert. Das heißt, da gibt es Ausgleich etc., ja, so wie es das in Amerika ja auch ist. Ja. Ich war in Alabama auch, gibt es ja auch ganz arme Gegenden und es gibt die reichen Gegenden. Und schaffen wir es, dass wir in Europa ein Gefühl, ja, und Gefühl ist das wichtigste, Emotion kriegen, dass wir sagen, ja, es gibt reichere und ärmere Gegenden, aber es gibt die Möglichkeiten auch, sich zu bilden, auszubilden, woanders hinzugehen. Es gibt dann wieder Leute, die wollen in einer ruhigeren, von mir aus auch ärmeren Gegend leben, aber wir geben den Menschen die Möglichkeit und wir wachsen zusammen und wir haben so viel gemeinsam. Ja, also die europäische Geschichte ist ja wirklich so, so faszinierend. Da war vor kurzem, rede ich am liebsten eigentlich über Europa, da war die Ausstellung von Mark Rothko, ja, also ein
einer der Maler, der mich besonders beeindruckt. Ein Jude aus dem Baltikum, der nach Amerika gekommen ist und dann Maler wurde, sehr lange gar nicht so erfolgreich. Der hat regelmäßig Reisen nach Europa, vor allem nach Italien gemacht, um Impressionen zu bekommen für seine Kunstwerke. Am Ende hat er dann nur mehr abstrakt gemalt, aber vorher ganz andere Sachen. Und das ist ein Beispiel, wo man sehen kann, wie er mit seinem Auge eben diese faszinierenden italienischen Gebäude gesehen hat und dann übertragen hat. Ja, also nur als ein Beispiel, aber die ganze europäische Kultur, das Zusammenleben, das ist für mich so faszinierend. Ja. Und das ist dann, und das bedrückt mich dann halt so, wenn man dann Briten hört und irgend so einen Deppen, der sagt, wir wollen unsere Souveränität zurück. Ja, Souveränität, ja. Aber natürlich sind es die großen Fragen. Sind wir bereit, dass wir sagen, ja, wir unterstützen ärmere Regionen? Sagen wir, ja, wir wollen eine gemeinsame Verteidigung. Ja, wird schon heikel. Was heißt das für unsere Autorität? Aber das sind spannende Sachthemen, ja, die uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen werden. Ich meine, was jetzt gerade im Vereinigten Königreich passiert, ist natürlich also Nationalismus pur. Ja. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Freunde von mir haben erzählt, also Verwandte von mir, deren Eltern noch fliehen konnten. Und die sind jetzt auch schon, ja, um die 50 herum. Sie suchen jetzt um die deutsche Staatsangehörigkeit an, weil sie ihnen zusteht auch, ja, um nicht nur einen englischen Pass zu haben. Und das ist ja wirklich das ist so traurig und eigentlich so makaber. Da kann man nur hoffen, dass das dann eben dieses Feuer nicht auch den irischen Konflikt wieder anfacht sozusagen. Das sieht schon ein bisschen traurig aus. Trotzdem glaube ich auch, an die EU. Und natürlich kann es nur besser werden, weil es eine Frau Präsidentin ist, würde ich mal sagen. Gleich den Männern und Frauen in der Kommission sein. Genau, genau. Wir sind jetzt eigentlich das ganze Buch durch, oder? Ja, danke. Ja. Und ich eröffne, also, bitte um Ihre Fragen, bitte keine langen Statements und Gegenvorträge, weil das ist so schade. Wir sehen uns öfters wieder, aber der Helmut ist nicht immer da. Ja, gut. Ja.